Das Konzept, das hinter dem M-Stahl steht, ist einfach so: Wir können verschiedene Standardstahlgüten nach DIN ESM, EN, ASTM und so weiter behandeln, um eine bessere Zerspannbarkeit zu erreichen. Ja? Hierzu wird in allen Stufen der Produktion, besonders im Schmelzbereich, Calcium zugeführt. Dieser Calcium setzt sich dann im Prinzip um die nichtmetallischen Einschlüsse, um die Carbide zum Beispiel, und sorgt dafür, dass dann eine Werkzeugschonung im Zerspannungsprozess stattfindet. Ja. Weiterhin haben wir natürlich strenge Qualitätskontrollen mit Zerspannungstests, also aus verschiedenen Chargen, die wir erzeugen, auf verschiedenen Güten, werden immer wieder entsprechende Drehversuche gemacht, um diesen M-Effekt, M-Stahl-Effekt auch zu reproduzieren und auch sicherzustellen und auch ausweisen zu können. Ja. Dazu haben wir einen erweiterten Service als Hersteller, wo wir im Prinzip Zerspannungsparameter vorschlagen, dem Kunden für seine Maschinen zum Beispiel, welche Schnittgeschwindigkeiten Vorschübe nehmen kann und soll, dass wir eine Werkzeugauswahl vorschlagen, hauptsächlich zusammen mit Sandvik, weil dort sind auch unsere Tests gemacht worden. Und wir planen, überwachen, unterstützen natürlich auch die Kunden in Fertigungsprozessen, wo wir sagen, wir gehen mit an die Maschine, versuchen Einstellungen zu verändern oder anzupassen, dass auch wirklich dieser Effekt auftritt. Vorteile des M-Stahls natürlich dann nochmal zusammengenommen, geringere Maschinenkosten an sich, weil einfach die Maschine auch kürzer läuft, weil sie anders belastet wird. Schnellerer Teiledurchsatz bis zu 30%, das heißt, wenn sie höhere Schnittgeschwindigkeiten fahren, können sie auch mehr Teile pro Minute, pro Stunde herstellen. Sie haben weniger Maschinenstörungen eben für die Abendszeit, für die Schichten. Eine Person kann zum Beispiel mehrere Maschinen bedienen, wenn weniger Werkzeugwechsel, weniger Verschleiß in den Werkzeugen ist. Eben weniger Werkzeugwechsel, höhere Werkzeug-Einstellungen des Werkzeuges muss natürlich nicht so oft durchgeführt werden. Die Produktivität an sich erhöht sich natürlich dadurch. Und was natürlich auch wichtig ist, diese Stähle sind nach DIN EN-Standard. Die werden nicht anders in der Nomenklatur geführt. Was bedeutet, dass sie im Prinzip ein 42,4 zum Beispiel oder ein 20 MNCR5 einfacher mit M-Stahl behandeln können, aber nicht gegenüber ihrem Endkunden deklarieren müssen, dass sie einen anderen Stahl genommen haben. Sondern das ist dann im Prinzip alles mit drin, weil es ja nur im PPM-Bereich sich abspielt mit der Calciumbehandlung.